Damit natürlich auch die Sabrina Wurzer, die hier ein Märchen geschrieben hat, das mich einigermaßen wirklich verblüfft hat. Es ist ein Märchen, das einen wunderbaren Anfang hat, einen Schluss, der zu Herzen geht, und das heißt das artige Kind. Einmal wollte ein Junge, der Max hieß, seiner Mutter etwas zu Weihnachten schenken. Er wollte ihr entweder etwas basteln, malen oder etwas von seinem Taschengeld kaufen. Jedenfalls wollte er ihr eine Freude machen. Was wünschst du dir, fragte er. Sie rannte in der Wohnung umher und machte sauber. Gleichzeitig achtete sie darauf, dass am Herd nichts überkochte. Mama, wünschst du dir etwas von mir, sagte er. Sie schob ihn beiseite, weil sie ein Putzmittel suchte. Dann läutete es an der Tür und sie öffnete den Briefträger. Dann machte sie das Fenster zu und rührte in der Suppe um. Max stand immer da, wo Mama gerade hin wollte. Sie schob ihn von der Schranktür, nahm ihm den Stuhl weg, bat ihn, aus dem Weg zu gehen und rief, bitte stör mich nicht. Aber ich will doch nur wissen, was du von mir zu Weihnachten wünschst, sagte Max. Als sie ihm nicht zuhörte, hielt er sie an der Schürze fest. Ich wünsche mir nichts anderes als ein artiges Kind, sagte Mama und zog die Schürze aus. Max ging in sein Zimmer, setzte sich aufs Bett und überlegte, wie er ihr den Wunsch erfüllen könnte. Es zu basteln war sinnlos. Aber wo konnte man es kaufen? Und wie teuer würde es sein? Mama rief, sitz nicht rum, steh auf, wir müssen einkaufen gehen. Max ging neben Mama zum Supermarkt. Der war natürlich riesengroß und man konnte dort fast alles kaufen. Max kannte das Geschäft in- und auswendig. Er kannte den Gang, wo es Milch und Käse gab und auch die Ecke mit den Obstkonserven. Ein Stück weiter gab es Brot und Kuchen und am anderen Ende die kleinen Spielzeugautos, die er sammelte. Max wusste, wo das Seifenpulver stand und wo immer die Sonderangebote waren. Kinder hatte es im Supermarkt nie gegeben, jedenfalls nicht zum Kaufen. Am Gemüsestand geriet Max mit dem Fuß an Mamas Wagen. Da warf er einige Konserven um. Bei der Wurst trödelte er, dass Mama ihn sogar antreiben musste. Geh am besten schon nach draußen und warte dort auf mich, bis ich fertig bin und bezahlt habe, sagte sie. Max stellte sich auf die Straße vor dem Supermarkt. Ein kleines Mädchen hing am Türgriff und schwang mit der Türe hin und her. Die Frau an der Kasse drohte, aber statt zu folgen, streckte das Mädchen die Zunge heraus. Max dachte, das ist kein artiges Kind, über das sich die Mama freuen würde. Neben ihm stand ein Kinderwagen. Eine Frau mit vielen Taschen kam vorbei, beugte sich darüber und sagte zu Max, sieh mal, wie niedlich, ist das nicht ein braves Baby? Max wartete, bis die Frau nicht mehr zu sehen war. Dann schob er den Wagen rasch um die Ecke des Supermarktes. Er rannte damit so schnell er konnte nach Hause. Das Baby jauchzte vor Vergnügen, die Wohnungstür war abgeschlossen, denn Mama war ja noch im Supermarkt. Max stellte den Kinderwagen hinter die Kellertür, wo man ihn nicht sehen konnte. Es sollte ja eine Weihnachtsüberraschung sein. Er setzte sich auf die Eingangsstufen und wartete. Plötzlich fiel ihm ein, dass dieses Baby ja jemandem gehören musste. Ach was, dachte er, denen werde ich es einfach abkaufen. Allzu teuer kann es nicht sein. Da es ja nicht ganz neu ist, wird es doch billiger sein. Mama kam mit ihren Einkaufstaschen um die Ecke gerannt. Da bist du ja zum Glück heil und gesund, rief sie und weinte dabei. Sie drückte Max so fest, dass es wehtat. Diese arme Frau und das arme, unschuldige Kind, was für eine Aufregung, sagte sie weiter. Und du warst auch nicht so, dass ich ebenfalls das Schlimmste befürchtete. Aber nun hab ich dich ja wieder. Max war ganz verstört. Aber auch das Baby war bei Mamas Reden aufgewacht und begann zu schreien. Was ist denn das? Fragte Mama und wollte nachsehen. Max hielt sie fest und sagte, bitte nicht, Mama, es ist ein Weihnachtsgeschenk. Mama starrte Max an und da fuhr er fort, es ist das artige Kind, das du dir gewünscht hast. Oh Max, sagte Mama, sie packte den Kinderwagen und rannte damit zum Supermarkt zurück. Das Baby schrie immer lauter, Max lief nebenher und dachte, das hier ist nicht das richtige Kind. Es wird schwer sein, eines aufzutreiben, das Mama auch gefällt. Warum musste sich Mama ausgerechnet so etwas wünschen? Warum nicht etwas anderes?
Max wollte Mama danach fragen, aber sie hörte nicht. Vor dem Supermarkt stand ein Polizist und viele aufgeregte Leute. Alle drängten sich um eine Frau, die weinte. Mama schob sie beiseite und erzählte ihr etwas. Die Frau war sehr dankbar, dass sie ihr Kind wieder zurückbekam. Am Nachhauseweg fragte er Mama, warum wolltest du dieses Baby denn nicht haben? Ich dachte, es wäre brav genug für dich. Sie gab ihm nicht gleich eine Antwort, da sie überlegen musste, wie sie ihm das am besten erklären sollte. Daraufhin fragte er sie noch einmal, Mama, warum wolltest du dieses Kind nicht? Als er wieder keine Antwort bekam, gab er es auf. Zu Hause angekommen, ging er sofort in sein Zimmer. Nach einigen Minuten klopfte es an der Tür und Mama kam herein. Sie setzte sich zu ihm aufs Bett und begann ihm alles genau zu erklären. Daraufhin meinte er, kann ich dir nicht etwas malen oder basteln? Ich würde mir einen Kalender fürs nächste Jahr wünschen, sagte sie. So setzte sich Max am Nachmittag hin und bastelte einen wunderschönen Kalender für seine Mutter.